Das ist eine Schnecke mit einem Schneckenhaus. Das ist eine Weinbergschnecke. Sie trägt ihr Haus wie ein Rucksack auf dem Rücken immer bei sich. Aber wie kommt die Schnecke an ihr Haus? Um das rauszufinden, holen sich unsere Tierfilmer ein paar Weinbergschnecken ins Studio. Hier ist alles schneckengerecht eingerichtet. Elmar sprüht immer wieder Wasser ins Terrarium. Unsere Schneckengäste lieben es nämlich schön feucht. Und deswegen sieht man sie in der Natur meistens auch nach Regenwetter. Die Schnecken machen sich gleich über die Blätter her. Das ist ihr Lieblingsessen. Da sieht man schön die Fühler. Der schwarze Punkt auf den Fühlern ist sowas wie das Auge. Damit unterscheiden die Schnecken hell und dunkel. Und das Dunkle da im Maul, das ist ihre Raspelzunge. Damit kann die Schnecke kleine Blattstücke abraspeln. Und da, wo der Schneckenkörper ins Haus führt, da kann man noch was sehen. Ein Loch. Das öffnet sich und schließt sich. Das ist das Atemloch der Schnecke. Nach ein paar Tagen im Terrarium gibt es zwei Schnecken, die sich mit ihrer Körperunterseite ganz eng aneinander schmiegen. Das sieht aus, als würden sie sich küssen. Und genau so paaren sich Weinbergschnecken. Nach einer halben Stunde hat sich oben am Kopf etwas Weißliches aufgestülpt. Das sind die Paarungsorgane der Schnecken. Weinbergschnecken sind Zwitter. Das bedeutet, jede Schnecke ist Männchen und Weibchen zugleich. Das heißt, jede Schnecke hat Penis und Vagina. Und das kann man da gleich sehen. Da, wo die Schnecken so weiß sind, da sieht man die Paarungsorgane. Und da zieht die eine Schnecke jetzt ihren Penis wieder zurück. Und bei der anderen Schnecke sieht man da den Penis. Nach ein paar Tagen haben wir eine Schnecke entdeckt, die sich eingegraben hat. Sie liegt ganz still da, nur das Haus guckt raus. Vorsichtig schaut Elmar nach. Erstmal ein bisschen Erde wegschieben. Und was kann man da sehen? Da ist was Weißes. Das sind Schneckeneier. Diese Weinbergschnecke ist also gerade beim Eierlegen. Das Ei wird da rausgedrückt. Und fällt in die kleine Höhle, die die Schnecke vorher für die Eier gegraben hat. Vorsichtig schiebt Elmar wieder ein bisschen Erde vor die Öffnung, damit den Eiern nichts passiert. Zwei Wochen später sind winzige Schnecken geschlüpft. Und die haben sogar schon ein Schneckenhaus. Ja, und tatsächlich, die Schnecken kommen mit Schneckenhaus auf die Welt. Es ist noch erst sehr zart und ein bisschen durchsichtig. Und was da oben so pulsiert im Schneckenhaus, das ist das Herz der kleinen Schnecke. Ja, und so sehen die kleinen Schnecken nach ungefähr 5 Tagen aus. Das Haus und die Schnecke sind gewachsen und robuster geworden. Blätter haben unsere kleinen Schnecken noch nicht gefressen. Wir beobachten sie immer nur auf der Erde oder an den Eierschalen. Und genau von der Erde und den Eierschalen bekommen sie das Baumaterial für ihr Schneckenhaus. Da steckt nämlich Kalk drin. Und mit Kalk kann das Häuschen wachsen. Bei dieser großen Weinbergschnecke sieht man Rillen auf dem Haus. Da, wo die Schnecke aus dem Haus rausschaut, gibt es einen wulstigen Rand. Der Gehäuserand ist mit der weichen Schneckenhaut verbunden. Da könnte das Schneckenhaus vielleicht gewachsen sein. Elmar nimmt vorsichtig eine kleine Schnecke aus dem Terrarium. Mit einer ungiftigen Farbe malt Elmar ganz vorsichtig eine Markierung an den unteren Gehäuserand. Genau dahin. So sieht die Schnecke aus, frisch markiert.
Und so sieht sie nach 5 Wochen aus. Die Markierung ist tatsächlich nicht mehr unten am Gehäuserand, sondern jetzt ein bisschen weiter oben. Ganz klar, das Schneckenhaus wächst also wirklich am Rand. Bei dieser Weinbergschnecke ist der Rand ganz hell. Er sieht ein bisschen schleimig und weich aus. Und das heißt, da wächst das Haus gerade. Wie das geht, haben wir mal mit einer Schnecke aus Knete nachgemacht. So sieht das im Schnelldurchgang aus, wenn das Schneckenhaus wächst. Es wird mit der Zeit aber nicht nur größer, sondern auch ein bisschen dicker und stabiler. Bis die Weinbergschnecke und ihr Haus ganz ausgewachsen sind, dauert es mehr als 3 Jahre. Aber selbst nach dieser langen Zeit kann man oben an der Spitze immer noch das kleine Häuschen sehen, mit dem die Schnecke angefangen hat.